von der Blüte, von den Fruchtständen, Samenständen her, beginnend bis tief in die Wurzel hinein, wird praktisch alles verwendet. Früher hat man sogar diese Blätter, wenn sich jemand verletzt hat und eine Wunde gehabt hat, hat man einfach die Blätter aufgelegt, hat mit der Hand draufgehalten. Das hat zusammenziehend gewirkt, das hat desinfizierend gewirkt. Das war schlichtweg ein einfaches Wundheilmittel. Man kann aus der Wurzel eine Tinktur herstellen. Man kann aus der Wurzel natürlich auch ein Destillat erzeugen. Und man kann aus der Wurzel natürlich auch eine Salbe herstellen. Und etwas ganz Interessantes noch, dass man aus einer Wurzel, getrockneten Wurzeln, auch einen hervorragenden Schnupftabak herstellen kann. Ich denke, ein gesunder Schnupftabak, wenn man ihn raspelt, dann hat man ein ganz natürliches Mittel bei Schnupfen, bei Katarrh. Was immer dir auch fehlt, mit Meisterwurz ist nie zu spät.